Ja, Thomas, zweites Stock, gell? Schloss Werdenberg. Arbeit, die hier bevorsteht, eine Arbeit, die man dann das ganze Jahr irgendwie nutzen können soll. Ein Haufen goldige Rämen, ein Haufen erlauchte Gesellschaften. Und nebst anderem, wenn man genau schaut, oh, schau mal, hinten dran dabei auch ich drin. Da können auch andere drin sein, zum Beispiel auch du. Was geht denn da ab, Thomas? Wir haben ein Jahresthema, wie jedes Jahr hier im Schloss, und das Jahr ist Gold. Gold ist für das Museum total etwas Gutes, weil so in einen Goldrahmen tut man wichtige Personen drin, etwas ausstellen, etwas Spezielles hervorheben. Und wir machen das auch dieses Jahr mit jedem da im Rheintal oder weiter aus, wo da hinkommt. Der kann sich selber da in Goldrahmen einbeamen, reinposen, reinbringen. Es ist doch so, dass wir mit dem Selfie oft oder mit dem Handy selber Fotos machen und dann die postet und dann noch schönere Fotos und noch schönere und sind uns vielleicht gar nicht so richtig bewusst, wie denn das aussieht, wenn man das von außen anschauen würde. Da im Museum haben wir jetzt die Möglichkeit, dass man das sehr deutlich sieht, wie man aussieht. Aha. Sieht man so aus wie die historischen Leute, die da so posen und sich wirklich Mühe geben, wie sie aussehen mit allen Kleidern, sehen wir so aus, dass man uns vielleicht ja, auch in 50 Jahren oder 100 Jahren da könnte im Museum sehen. Oder wie sehen wir aus? Es geht ein bisschen darum, dass man das ein bisschen herausfindet, auch ein bisschen spielerisch herausfindet. Ja, wie sehe ich da aus in einer Bilderwand mit so vielen anderen historischen Leuten? Ist unglaublich gut gemacht, gell? Wenn ich dahinter schaue, das ist jetzt eben der Rahmen dort hinein, wo immer das etwas wechselt, man sieht das noch, ja? Wo man Ja. eben dann sich reinpausen kann, ist unglaublich realistisch gemacht. Also man ist eigentlich mitten in dieser Ahnengalerie, in dem barocken Rahmen, oder? Ja, es ist jetzt noch, wir sind dann am Im Aufbau natürlich, Aufstellen, ja. oder, an der Installation. Es ist noch nicht so fertig, aber die Idee ist natürlich, dass jeder sich kann da so ganz real in diesen Bildern sehen, als wäre es ein historisches Bild. Und dann kann man sich das Bild heimschicken lassen. Es hat da hinter der Kamera hat's da einen Bildschirm, wo man sich seine E-Mail eingeben kann und dann kommt das Bild nachher zu einem heim. Und wenn man dann weg kann man es uns wieder schicken und dann tun wir es auf die Homepage laden. Und das alles macht es so der Marc Wettli, gell, wo wir jetzt etwa im Hintergrund gesehen haben. Wie geht das? Ist das noch eine komplizierte Geschichte? Ja, vorher dürfen hergreifen, Kunstwerk darf man nicht angreifen. Ist angegriffen, weil es so realistisch ausgesehen hat. Wie bist du auf die Idee gekommen, um das so etwas zu machen? Nein, der Thomas ist an mich herangetreten mit dem Wunsch, so etwas zu machen. Und er hat mich gekannt, weil ich solche Fotobooths baue. Und hat mich gefragt, wie könnte man das echt machen, dass man so ein Bild macht. Erstens, dass es eine gewisse Größe hat, das Bild, wie die Leute da dargestellt sind, dass es schön aussieht und nachher aber auch, dass das automatisch nachher in den Rahmen hineinkommt. Und wir sind zusammengesessen und ich habe mal ein bisschen nachstudiert, wie man das könnte machen. Und das Entscheidende ist natürlich bei dem Rahmen, dass es erstens einmal muss in so einen Goldrahmen hineinbringen. Wow, schau, jetzt bist du drin. Siehst du, vorher da gemacht. Das sollte ja nachher auch ein bisschen realistisch aussehen. Das heisst, es darf nicht zu sehr leuchten, das muss man abdimmen. Und da muss ich jetzt sagen, weil das so komisch aussieht bei mir. Ich bin einfach schnell hergestanden, bin auch nicht ruhig gestanden, es ist drum unscharf. Also, liebe Leute, ihr macht es sicher besser. Gell? Ja, also, genau. Ja. Wir können ja vielleicht mal zu dem Gerät ja, übergehen. Genau. Also das Gerät steht da vor, da kommt noch ein Hintergrund, ein schöner, so ein einfarbiger Hintergrund, wie dort drinnen. Und jetzt hast du da zwischen deinen Beinen einen Knopf am Boden, wo du jetzt kannst draufdrücken kannst. Ich tue mal für den draufdrücken, du kannst mal da abschwenken. Da kann man natürlich dann auch durch alle Bilder durchgehen, die man vorher gemacht hat. Da war zum Beispiel vorher einer. Der hat sich besonders schön angestellt. Oder der da. Hey. Aber der da. Ah, so. Oh. Sieht da gut aus. Das ist unser Schlossgeist, gell? Alias Museumsleiter. Und die Bilder, die kann man dann auslesen, also die, wo man heimschickt, oder? Genau, das Bild, das können wir jetzt da drauf tippen und dann kann man sich das zumailen. Ich tue das jetzt gerade mal rasch auf. Bist denn du Künstler oder Techniker oder was bist denn du? Ich bin Fotograf. Aha. Und baue aus Passion noch solche Geräte.
ein Fotograf mit einem Hang zum Konstrukteur. Aha. Ja. Ich habe vorher so ein Glänzen in deinen Augen gesehen, wo du von Gold geredet hast. Bewirkt das Gold auch bei einem Fotograf, dass wenn man etwas glänzt in den Augen, wenn man von Gold redet? Also Gold ist natürlich zum Fotografieren schon mal wahnsinnig schwierig, um es überhaupt überzubringen. Aber das Entscheidende ist eigentlich der Goldrahmen rundherum, oder? Das Gold auf dem Bild ist an und für sich uninteressant, aber der goldige Rahmen drumherum, der... Ja. Was ist das jetzt? Das ist ein Linux-Betriebssystem, wo die Bilder ab einem anderen Gerät holt. Da muss man eindeutig als Fotograf auch einen Hang zum Technischen haben, damit man das hinkriegt. Genau. Ja. Noch besser zum Nerdigen. Ja, genau, genau. Ja gut, das ist ja immer so, gell? Oi, jetzt aber, schau, jetzt haben wir den Thomas wieder da. Er sieht sehr entschlossen aus und es ist sicher, das klappt dann schon. Nach der Schlosseröffnung, oder? Soll das ja dann klappen, nehme ich an. Ja, das klappt schon am Donnerstag. Aha, Donnerstag schon. Kommst. Ja. Also nochmal schnell zum Gold. Was bedeutet denn dir Gold als Fotograf? Du hast gesagt, es ist schwierig zum Fotografieren vom Weissabgleich her, ob man es richtig überbringt und so. Also was bedeutet dir jetzt Gold? Also Gold auf dem Foto ist ja entweder braun oder gelb, aber Gold ist ja auf dem Foto eigentlich nie. Ja. Darum wollen wir es als Rahmen rundherum haben, als Kontrast oder als Ergänzung dazu. Gold im Bild innen ist eigentlich uninteressant, aber Gold als Rahmen, das ist doch gut. Ja. Thomas, was bedeutet denn für dich Gold? Also, ich frage mich nach wie vor noch, wie kann man in so einer Burg in das Thema Gold nehmen? Gold hat ja mehrere Seiten. Gold ist das, was glänzt, aber es ist nicht alles Gold, das glänzt. Oder? Und darum ist das eigentlich ein sehr schönes wieder Ambivalenz-Thema, wo man so ein bisschen beide Seiten kann zeigen kann. Das Gold aus dem Berg holen, das Schürfen, das ist ja vermutlich eine harte Arbeit. Das Gold nachher aber zu applizieren eben auf einem Goldrahmen ist dann sehr etwas, wo dann die Wertigkeit sehr schön rausholt. Aber Gold bleibt einfach ein Metall, genau. Letztlich. Wir machen es zu dem, was es ist. Auch gedanklich natürlich, gell? Aus Stroh Gold spinnen natürlich, dann natürlich die Schürfer, oder? Mit einmal Erfolg, einmal Misserfolg. Armut, Reichtum ist bei Gold nachzusehen, gell? Gold fließt irgendwie, Goldfinger und so weiter. Aber Gold wird immer ein bisschen verbunden mit, ja, irgendetwas ist erfolgreich. Also laufen wir da jetzt in eine sehr erfolgreiche, speziell erfolgreiche Saison in dem Schloss, jetzt wo es goldig ist. Das hoffen wir natürlich, aber ich glaube, Gold ist viel mehr nach Glück. Aha. Und Zufall und oder etwas finden und dem einen gewissen Wert oder speziellen zuzuweisen. Das, ich glaube, das hat viel mehr mit Gold zu tun. Für mich jetzt so, wenn ich an Kultur denke. Aber gell, wenn man jetzt hier vor dem Gerät steht, überlegt man sich dies und jenes schon auch ein bisschen in dieser Hinsicht. Also man weiss ja, man ist nachher dann in diesem Rahmen drin. Also ja, es regt vielleicht wirklich auch zum Studieren an, oder nicht? Ja, es ist nicht alles gleichbedeutend, es ist auch nicht alles gleichgerecht auf dieser Welt. Und von dem her tut man, indem man jetzt sich selber da in den Goldrahmen eintut, macht man eine bewusste Handlung, wo man ganz etwas speziell ausstellt. Und ich glaube, das macht irgendwo durch das Menschsein aus, dass man so Entscheidungen fällt, ja. In die oder in die Richtung. Männlich, also menschlich. Und männlich ist natürlich auch das, wenn man sich einmal für etwas einsetzt, ob man das Mikrofon nicht so herhebt. Also wenn der Thomas jetzt nicht mehr ganz gut gehört hat, dann hängt das mit seinem Enthusiasmus für das Thema zusammen. Wenn jetzt jemand auch so enthusiasmisiert ist wie der Thomas, wann kann man denn da herkommen? Wann kann man sich da pausen? Ja, ab dem 2. April geht das Schloss wieder auf. Die Saison fährt das mal an einem Dienstag an, weil der Montag ist natürlich im Museum immer zu, darum ist am 1. noch geschlossen. Aber ab dem 2. April kann man jeden Tag da hinkommen und sich mehrmals da rein pausen und immer wieder. Komm. Ja, das ganze Jahr bis am 31. Oktober. Komm, jetzt sollen wir noch einmal sehen, wenn du die Pause hast. Einmal. Also. Nochmal da rein pausen. Einmal. Gut. Wir probieren, ob wir zuschauen können oder nicht. Es wird wahrscheinlich schwierig sein, aber wir probieren es mal. He? Mit dem Rheinwelten-Logo? Ja, das ist, der Rheinwelten kannst du ja weglassen. Also, geht also vor allem ums Schloss. Der Rheinwelten dreht es der Marc Wittli um. Und jetzt haben wir den Thomas da drin. Genau. Das ist schon passiert? Schon fertig? Ist schon fertig. Hoi, hoi, hoi.
Und jetzt kommt es dort drin, hä? Ja, jetzt kommt es. Jetzt haben wir noch ein bisschen technisch noch ein bisschen das auszubessern. Und dann, aber am 2. April, sieht man dann das direkt. Ja gut, aber hey, Goldschürfer, das braucht auch ein bisschen Geduld. Ja, meine, sicher, oder? Bis das alles seine edle Seite, glänzige Seite hat, braucht es eine Zeit. Gut, jetzt können wir das nochmal anschauen, wie es aussieht. Ja, und liebe Leute, hey, eben, das ist jetzt natürlich immer noch im Aufbau. Wenn ihr dann da seid, am 2. April, hat der Thomas gesagt, dann läuft dann alles natürlich völlig anders perfekt. Ihr könnt euch da Pause, ihr könnt etwas heimschicken, euer gutes Bild aussuchen, müsst kein Handy mitnehmen und seid nachher in den barocken Goldrahmen drin. Jetzt bautet es noch ein bisschen, wir warten und warten und warten. Und siehe da, es wird jetzt dunkel, das ist einmal schon sehr ein gutes Zeichen. Also Schloss Werdenberg, barocker Rahmen. Eben in dieser Ahnengalerie drin kann man sich in der goldig barocken Rahmen rein pausen, rein hieven, sich auch ein bisschen überlegen. Und da sehen wir es, der Thomas, ein bisschen überlegen. Ja, was geht denn euch ab, wenn ihr an Gold denkt, wenn ihr in dieser Ahnengalerie, in den barocken Rahmen drin, dürft sein? Da gibt es viele Überraschungen ab dem 2. April im Schloss Werdenberg, im 2. Stock. Das ist wirklich für jedermann zugänglich. Meiner Sicht eine super Sache gesehen, die verschiedenen Posen von Thomas. Ja, also da wächst man über sich raus, ganz eindeutig. Und wenn ihr dann drin seid, in dieser anderen Galerie, ja, also da ist dann schon etwas ganz Spezielles. Also, dann auf Schloss Werdenberg, 2. April, 2. Stock.